Das Gebiet des Entwicklungsschwerpunkts Außerholligen, kurz ESP, ist heute für viele Menschen ein Zwischenraum, den sie zu Fuß oder mit dem Velo, Tram, Zug oder Auto durchqueren. Der Autobahnviadukt und die Bahngleise zerteilen das Gebiet in isolierte Areale und verhindern eine gemeinsame Identität. Im ESP Außerholligen steckt aber großes Potenzial. Der Kanton Bern stuft das Gebiet sogar als sogenannten Premium-Entwicklungsschwerpunkt ein, wegen der zentralen Lage, der guten Verkehrsanbindung und der heute noch geringen Nutzungsdichte. Um die Entwicklung im ESP Außerholligen auf eine für die städtischen Behörden verbindliche Grundlage zu stellen und die verschiedenen Projekte zu koordinieren, hat die Stadt Bern den Richtplan des Gebietes in den vergangenen Jahren überarbeitet. Nach dem Bahnhof Wankdorf, Hauptbahnhof in der Innenstadt, ist hier zu Außerholligen der dritte Eisenbahnknoten in der Stadt Bern. Hier entsteht eine Baustelle nach der anderen im Moment. Das Haus der Religion steht schon, der Ganglauf ist im Moment im Bau. Und später geht es hier hinten dran weiter. EWB BLS-Areal, da gibt es richtig hohe Türme, die in die Höhe aufwachsen. Hinten dran die Berner Fachhochschule mit 6'000 Studierenden und 1'000 Angestellten, die dort arbeiten werden. Dann kommt das Weiermannshausbad und nebendran wird die Überbauung Weiermannshaus West entstehen, eine weitere Wohn-Gewerbeüberbauung. Also ganz viele neue Wohnungen hier, neue Arbeitsplätze, Gastronomie, Kultur, ein lebendiger Bitz Bern, ein Entwicklungsschwerpunkt eben. Bern lebt und das fängt. Außerholligen wird in Zukunft dichter genutzt und bebaut. Prägnante Gebäude wie das Haus der Religionen oder die von EWB und BLS geplanten Hochhäuser geben dem Gebiet ein unverwechselbares Gesicht. Neue Kultur- und Bildungsinstitutionen wie der Campus Bern der Berner Fachhochschule ziehen urbanes Leben und Start-ups, Kreativnutzungen, Detailhandel und Gastronomie an. Ein Netz aus Freiräumen, Fuß- und Velowegen verbindet die verschiedenen Areale. Dazu wird der Raum unter dem Autobahnviadukt zugänglich gemacht. Die Drehscheibe Europaplatz wird erweitert und mit innovativen Mobilitätslösungen ergänzt, das Angebot für ÖV, Fuß- und Veloverkehr deutlich ausgebaut. Der motorisierte Verkehr wird gezielt eingebunden. Außerholligen setzt auch im Umwelt- und Energiebereich Maßstäbe, zum Beispiel mit zusätzlichen Grünflächen. Der heute meist kanalisiert geführte Stadtbach fließt wo immer möglich frei und zugänglich. Das neue urbane Zentrum wird mit klimafreundlicher Fernwärme aus der Energiezentrale Forsthaus versorgt und erfüllt hohe Energieeffizienzstandards. Der Richtplan ist ein behördenverbindliches Raumplanungsinstrument. Das heißt, dass die Behörden ihr Handeln an den Grundsätzen, Zielen und Vorgaben des Richtplans ausrichten müssen. Mit dem überarbeiteten Richtplan Außerholligen möchten wir eine neue Dynamik in das Gebiet bringen. Dazu haben wir zu den Themen Siedlung, Umwelt, Wirtschaft, Verkehr, Grundsätze, Ziele und konkrete Maßnahmen definiert. Zu den konkreten Maßnahmen zählt zum Beispiel die Verschiebung der S-Bahn-Haltestelle Acker an den neuen Standort hier, den wir sehen, Europaplatz Nord. Oder auch eine neue Unterführung, die hier die Gebiete EWB, BLS und das Weiermannshaus-Areal direkt verbinden. Die Entwicklung des ESP Außerholligen zu einem lebendigen und vielfältigen urbanen Zentrum hat längst begonnen. Der Europaplatz und das Haus der Religionen sind gebaut und aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Im Ganglauf laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Im Areal Weiermannshaus West haben sich zudem verschiedene Zwischennutzungen angesiedelt. Die Pläne für ein dichtes, urbanes und nutzungsdurchmischtes Stadtgebiet auf dem Areal Weiermannshaus West sind bereits weit fortgeschritten. 2022 wird die Bevölkerung darüber abstimmen. Die daneben liegende Sport- und Freizeitanlage Weiermannshaus wird in verschiedenen Etappen und Teilprojekten saniert und aufgewertet. Im Herbst 2020 haben die Stimmberechtigten der Sanierung des Freibads zugestimmt. Im Areal Weiermannshaus Ost plant der Kanton Bern einen Campus für die Berner Fachhochschule. Voraussichtlich ab 2026 werden täglich mehr als 6'000 Studierende, Dozierende und Mitarbeitende den Campus nutzen. Große Pläne haben auch EWB und BLS. Auf ihren Grundstücken zwischen Ladenwandweg und Gleisen planen sie einen lebendigen, breit genutzten Quartierbaustein. Der neue EWB-Hauptsitz und ein mehrteiliger Hochhauscluster werden einen markanten städtebaulichen Akzent setzen.
Der überarbeitete Richtplan sowie weitere Informationen zum Entwicklungsschwerpunkt Außerholligen sind auf der Webseite der Stadt Bern aufgeschaltet. Die wichtigsten Akteurinnen und Akteure im ESP Außerholligen wurden bereits in den vergangenen Jahren eng in die Überarbeitung des Richtplans einbezogen. Ja, wir haben von Anfang an den Dialog gesucht. Direkte Gespräche mit der Grundeigentümerschaft, den Fachleuten und Planungsteams, aber vor allem auch mit den Quartierkommissionen, mit dem Kanton und den Vertreterinnen und Vertretern der politischen Partei und den vielen Interessengruppierungen. Und Freude haben wir gehabt, den Eigentümerschaften, die sich zusammengeschlossen haben zu einer Gemeinschaft und so jetzt natürlich eine direkte und professionelle Ansprechpartnerin geworden sind für die Stadt. Ja, wenn man so mal schaut, der ESP ist jetzt noch nicht so attraktiv, aber wenn jetzt alle in eine Richtung ziehen, an einem Strick ziehen, dann wird das natürlich ein Lebensquartier, auch sehr vielseitig und städtisch. Und mit der Überarbeitung des Richtplans legt jetzt die Stadt natürlich ein solides und gutes Instrument vor, genau für diese Entwicklung.